Mensch, Kai, ich guck gerade noch auf die Anzeigentafel. Es stimmt tatsächlich. 2:1 gewonnen gegen Sevilla. Wow. Ja, also ich glaube, ich habe jetzt gerade schon ein paar Minuten gehabt, darüber nachzudenken. Also ich glaube, Testspiele kann man nicht überbewerten. Wir haben gegen 2 Regionalligisten verloren, haben gegen Posen und Sevilla gewonnen. Also dafür sind Testspiele da. Ich will es nicht zu hoch hängen, aber ich denke, wenn wir Energie auf den Platz kriegen, hat man heute auch gesehen, dass man auch gegen eine spielstarke Mannschaft was reißen kann. Und das macht auf jeden Fall Mut für die Saison. Und ganz ehrlich, wie fühlt es sich an, gegen einen Europa-League-Sieger ein Tor zu machen? Ja, fühlt sich wunderbar an. Also klar, ich kann es, glaube ich, einordnen, es ist ein Testspiel. Ich kenne es selber, wenn man vielleicht gegen unterklassige Mannschaften spielt. Man ist vielleicht nicht zu 100% so fokussiert, wie man es vielleicht sein sollte, wie es vielleicht auch richtig ist. Aber es ist einfach ein Testspiel. Auch von deren Seite haben die, glaube ich, nochmal eine andere Einstellung auf dem Platz, wenn sie in der Europa League im Finale stehen. Trotzdem ist es schön einfach. Es gibt ein gutes Gefühl auch für die Saison. Und ja, wir haben gesehen, wenn wir die Energie auf den Platz kriegen, dann können wir vielleicht den anderen Punkt holen die Saison. Und man hat auch gesehen, so mit den mit Rückkehrer, mit Yannick Bachmann oder auch mit unserem neuen Innenverteidiger Jasper van der Werf. Also da kommt auch noch mal ein bisschen Qualität mit dazu. Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass wir uns verstärkt haben, dass wir jetzt alles zusammenpacken müssen, dass wir einfach eine Einheit werden. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Saison. Was dich vielleicht auch freut, was du vielleicht mitbekommen hast, dass du jetzt so richtig hier angekommen bist in Rostock, weil bei dir gab es immer noch mal ein bisschen extra Applaus vom Publikum. Hast du es mitgekriegt? Ich habe es mitbekommen. Ich bin sehr dankbar dafür und es macht unfassbar Spaß, hier zu spielen. Sehr schön. Und die Fans freuen sich noch auf viele schöne Spiele mit dir. Danke. Ich mich auch. Danke. 2:1 gegen den FC Sevilla auf dem Papier und auch auf einer Anzeigentafel. Das sieht richtig gut aus. Ja, wir haben, denke ich, 60 Minuten sehr gute Spiele auch gemacht, haben sehr, sehr kompakt gestanden, haben den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen. Die Fehler haben wir dann auch ausgenutzt durch ein gutes Umschaltspiel und machen 2 Tore, hätten sogar noch ein drittes oder ein viertes machen können. Ja. Deswegen war das erstmal, hat es sehr, sehr gut ausgesehen, auch gut umgesetzt worden und ja, nachher waren ein paar Wechsel drin, das ist klar, da kommt ein bisschen Sand rein, aber letztendlich, wir haben es gewonnen, das ist schön. Und auch eine sehr bissige, sehr griffige Spielweise unseres Teams, das macht doch richtig Lust auf mehr. Ja, das waren auch mal Grundvoraussetzungen. Wir haben ja gesagt, diese Spiele, die wir gehabt haben, so ist oft so in einer Vorbereitung, in einer müden Phase, dann spielst du gegen Unterklassigen, die sind heiß und es geht jetzt wahrscheinlich Sevilla ähnlich, die sind auch noch nicht ganz so weit und dann kommt ein Unterklassiger, der sich da wehrt und dann haben wir es auch noch gut gemacht und kommen eben solche Ergebnisse auch in solchen Spielen raus. Und auch schön zu sehen, dass ein Yannick Bachmann, der ja nur mit seiner Gehirnerschütterung eine Weile nicht trainieren konnte, dass der zurückkommt und gleich unserem Spiel eine gute Qualität gibt oder auch unser Neuzugang in der Innenverteidigung, Jasper van der Werf, sich auch nahtlos einfügt da. Ja, die Jungs haben gut gearbeitet, die haben sie jetzt, also Jasper war ja nur kurz da, also hat sie jetzt wirklich gut eingefügt, aber letztendlich muss ich sagen, die Neuen sind sehr, sehr gut aufgenommen worden von der Mannschaft, deswegen in der Mannschaft stimmt es, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Gut, dann merke ich schon, unser Trainer ist nicht euphorisch, aber ist zufrieden mit dem Ergebnis, mit der gelungenen Generalprobe. Ja, es ist ein Freundschaftsspiel gewesen, so wie man mal vielleicht kein so gutes Ergebnis wie gegen Altklinike, ist man auch nicht gleich ganz enttäuscht und man ist auch jetzt nicht himmelhoch jauchzen, deswegen, man muss die Testspiele schon richtig einordnen, aber es zeigt einem doch was, in welchem Zustand die Mannschaft sich befindet. Gut, dann jetzt nochmal voller Fokus nächste Woche und dann gelungenen Auftakt in die neue Zweitligasaison. Jawohl, Dankeschön. So, wir gucken uns jetzt mal deinen Kopf an. Da sind ja noch so ein paar Nähte drin. Ich dachte, das ist inzwischen alles verheilt. Brummt der Schädel oder geht's? Ja, mit dem Spiel, der brummt schon ein bisschen so. Aber nach dem Spiel, also jetzt, werden die glaube ich gezogen. Also mir wird gesagt, nach dem Spiel heute werden die Fäden gezogen. Ja. Mal gucken, ob dieses Andenken noch sehr lange dann erhalten bleibt. Aber vielleicht verheilt das dann auch alles. Aber so ein Sieg gegen den Europa-League-Sieger, das erleichtert doch vieles, oder? Ja, auf jeden Fall. Erleichtert einiges. Ich glaube, der Coach hat davor schon gesagt, es war ein Testspiel und ich glaube, wir haben einen guten Test absolviert. Wir haben viel gekämpft, gute Defensivarbeit gemacht, gute Umschaltmomente, vor allem in der ersten Halbzeit gehabt. Und wie gesagt, es kann einem nur Selbstvertrauen geben, jetzt für Nürnberg für die Woche. Und ja, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Du hast ja einiges an der Vorbereitung verpasst, also nicht für alle Trainingseinheiten mitmachen können. Merkst du das auf dem Platz oder sagst du, ich fühle mich trotzdem genauso fit? Natürlich merke ich ein bisschen was. Ich habe jetzt die letzten glaube 7 oder 8 Tage fast gar nichts gemacht, außer ein bisschen Läufe oder Fahrradfahren, weil ich immer noch ein bisschen Kopfschmerzen hatte nach Einheiten. Gestern ist erstmal die Einheit absolviert auf dem Platz. Und wie gesagt, ja, heute
habe ich ab der 60. 70. Minute schon gemerkt, dass ja, ein paar Körner fehlen, aber ging bis zur 80. Minute ging es dann noch. Wie gesagt, aber jetzt bin ich hoffentlich ab nächste Woche komplett im Einsatz, im Training wieder. Und dann schaue ich dem Nürnberg-Spiel positiv entgegen, dass da bis zu 90 Minuten volle Power drin ist. Und ab jetzt kannst du auch in deiner Vita markieren, gegen den Europa-League-Sieger ein Tor geschossen. Herrlich. Ja, natürlich freut es einen. Ich glaube, die Situation generell war ganz gut rausgespielt. Balleroberung, das Fante spielt einen super Ball auf Kai. Kai macht es top und legt mir den Ball quer und ich muss ihn eigentlich schon noch einschieben. Und genauso gegen Nürnberg wollen wir es auch sehen. Auf jeden Fall. Danke.